Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen. Zunächst, sehr geehrter Herr Amthor, also ich glaube, Sie müssen sich irgendwie auf eine Seite oder eine Richtung festlegen. Denn auf der einen Seite sagen Sie, wir machen zu viel. Auf der anderen Seite sagen Sie, wir würden uns auf nichts einigen. Beides kann nicht stimmen. Von daher erzählen Sie erstmal eine sachliche und schlüssige Geschichte und machen Sie nicht dauernd unser Land schlecht. Die Landtagswahlen bei uns in Brandenburg, der Wahlkampf, dass viele vor Ort seien, dass viele zuhören, hat wieder gezeigt, es ist wichtig, sich gegenseitig zu vertrauen. Es ist wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit der Wirtschaft zu reden, zuzuhören, Argumente auszutauschen und dieses eben in handfeste Politik umzusetzen. Eben genau das ist das, was wir mit diesem vorliegenden Bürokratieentlastungsgesetz 4 gemacht haben. Wir haben den Spieß umgedreht. Wir haben mit den Verbänden, wir haben mit der Verwaltung, wir haben mit den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Wir haben gefragt, welche Regelungen überbordende Bürokratie sind, welche abgebaut werden sollten. Und das nun vorliegende Gesetz ist das Ergebnis eben gerade dieser Abfrage, dieses Austausches. Es ist eine Gemeinschaftsleistung von der Politik, eben mit Verbänden, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Verwaltung, mit der Wirtschaft. Von daher ist es ein wichtiges und gutes und wegweisendes Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir kümmern uns um die Zukunft, wir kümmern uns um Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung, denn da, wo etwas schwerfälliger wird, wo etwas überflüssig ist, muss entlastet werden. Wo wir Doppelungen haben, wo wir Medienbrüche haben, sind Sinn und Zweck von einmal mehrmals gut gemeinten Regelungen nicht mehr erfüllt. Da soll Rechtsetzung nun auch wegfallen, wieder natürlich mit einem Bürokratieentlastungsgesetz, was auch Rechtsetzung ist. Aber wir wollen doch durch unsere Regelungen den Rahmen vorgeben, wie wir uns persönlich wirtschaftlich entfalten können, wie unser Land entwickelt werden kann, wie man eben das Leben in unserem Land lenkt. Wir brauchen keine Doppelungen, keine Schwerfälligkeiten, kein Zuständigkeits-Ping-Pong, keine Verwaltungssackgassen. Und genau das ist etwas, was wir mit diesem Gesetz angehen. Ich muss aber auch ganz, ganz klar sagen, wir machen das hier auf Bundesebene. Es ist ebenso wichtig, dass das in den Ländern gemacht wird, dass das auf europäischer Ebene gemacht wird, dass es stetig gemacht wird. Denn wir merken, dass die Bürokratie nicht nur auf Festen oder in Bürgergesprächen ein Stimmungskiller ist, sondern dass Bürokratie eben auch real Wirtschaftswachstum hindert. Das hat jüngst auch die Europäische Union festgestellt. Von daher sind unsere Erwartungen groß, dass auch auf europäischer Ebene hier etwas geändert wird. Und wir müssen sagen, natürlich sind in diesem Gesetz sehr, sehr viele Regelungen, die klein sind, enthalten. Aber vieles Kleine wird insgesamt groß und wird insgesamt modern. Wir schaffen den Sprung zur Digitalisierung. Wir schaffen Medienbrüche ab, zum Beispiel im Nachweisgesetz. Und trotzdem behalten wir das Schutzbedürfnis der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Blick. Wir ändern das Schriftformerfordernis an vielen Teilen, ein Textformerfordernis. Das ist besser im digitalen Zeitalter. Das gibt mehr Flexibilität und Modernisierung. Das ist von daher wichtig. Und wir schaffen den Hotelmeldeschein ab, wo meine Kollegin Lena Werner nachher noch darauf eingehen wird. Lassen Sie mich aber auch sagen, dass die viele Detailarbeit, dass die Verhandlungen zu diesem Gesetz langwierig waren, aber von einer positiven Energie geprägt waren. Nicht nur der Berichterstatterin, denen ich danken möchte, sondern allen Mitarbeitenden. Und diese Energie gilt es nun ins Land hinauszutragen, in die Wirtschaft hereinzutragen. Wir haben ein starkes Land, wir haben ein tolles Land, wir haben ein wirtschaftlich gutes Land, das mit diesem Gesetz noch besser vorankommen kann. Vielen Dank. Als nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Katharina Beck.